Hallo und herzlich willkommen zu Part 5 des Metro 2033 Let's Play. Und ja, wir sind hier stehen geblieben in den vergessenen Katakomben. Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt, aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Jo. Na, verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Adjom, durchsuche die Leichen und versuche, uns hier rauszubringen. Muni! Alter, das Paradies für jeden. WTF? Was war das? Rostige Sticks. Öffne dich. Artyom, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Hä? Ich kapier die. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, mein Herr. Ich höre dich. Ja, ja, ja. Immer. Ich hatte höchstwahrscheinlich keinen Sauerstoff mehr. John, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Oder? Ja, ich habe keinen Sauerstoff mehr. Dieses Mal nichts. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, mein Herr, ich höre dich. Ja, ja, ja. Immer, immer. Oh, ja. Jetzt bin ich glücklich. Deine Liebe sieht her. WTF? Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Nein. Das wünsche ich keinem Feind. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wäre schade, wenn wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden. Hier gibt's Munition. Yay, habe ich gut gelöst, oder?
Okay, Fabi hat mich angelogen. Dieses Scheißspiel ist gruselig. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Bist du jetzt unten oder oben? What? Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Mist, Kerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammt das alles! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Ich probiere mal den Revolver hier aus. Ja, wenigstens besser als diese scheiß Pistole. Oder... Natürlich! Natürlich muss ich nachladen. Derbe schwul, Alter. Ja, er überlebt natürlich. Oder ihn. Verschwinde, Alter. Du, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das... Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Ups. Manchmal könnte ich mir wirklich eine auf die Fresse geben. Hey, ihr! Zeigt euch! Nein. Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich mal. Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Oh, 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 oh. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Markt. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen.
Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Nichts gut, Schulden zu haben, hm? Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen! Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Nicht bewegen! Stillgestanden, ich rede mit dir! Okay, die beiden können durch. Wir kommen auf den Markt. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Ja, bitte. Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass sich diese beiden Jungs auszahlen. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage stressen stürmen lassen. Ein Albtraum. Man kommt nur schwer am Zug vorbei, da die Tunneldecke eingestürzt ist und der Raum zwischen Wagen und Fender aufgefüllt hat. Okay, hier gibt's nix. In dieser Bahn ging etwas so Ich bin ein rationaler Mensch. Ich glaube nicht an all diese mystischen Unsinn. Nun, jetzt bin ich mir nicht so sicher. Mich hin und hört. Bitte antwortet. Hier ist Moskau. U-Bahn hat sie mir einen Blick zugeworfen. Was für ein Blick? Was interessiert dich das denn? Ich treffe mich heute mit ihr nach meiner Schicht. Es gab doch diese riesige Pizza. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Komm schon, lass dir etwas einfallen. Du hast dir nichts verloren. Dieser Ausgang ist gesperrt. Weiter geht's. Hör auf mit dieser Scheiße. Ich bin da durch. Genau wie du. Für jede. Welche Filter? Als ich sie vor Jahren sah, saßen darin noch die Verkohlen. Verwöhn dich mit etwas Luxus für dein bescheidenes Leben. Mama gibt mir keinen. Erzählen Sie es mir doch so. Die gab's drüben auch. Nicht in der Stimmung, Geschichten zu erzählen. Sagen Sie mir einfach, worum es dabei geht. Und der kleine Junge hier auch. Alter. Es geht um die drei Jäger, die sich mal scheißen. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Vor oder nachdem Sie ausgelöscht wurden. Danach suchst du etwas? Einen Topf vielleicht? Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weg sind, werden sie dies hier zur Teufel. Verkauf und Ankauf. Eine Karawane mit einem Dutzend Männern. Also, gern geschehe dir schaffen, sagen, dass am Tunnel selbst nichts Ungewöhnliches ist. Medibags, Filter, Messer, Bag und Probleme beseitigt. Kraftdynamit, Semtex, okay. Sie müssen aber bis 5 zählen. Sollte so um die 20 Minuten reichen. Sehr schön. Die Stalker sagen, dass man sich nicht den Kräfer anschaut. Wie sie wollen. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Haben eine hypnotische Wirkung. WTF, stark modifizierte Revolver, das sich wie ein Gewehr verhält. Hohe Genauigkeit, geringer Rückstoß.
Oh, sehr gut. Ich geh mal. Dieses Ding ist fünfmal besser als ihre Spielzeugwaffe. Stark modifizierter Revolver, das ist nicht wie ein Gewehr verhält. Hohe Genauigkeit und geringer Rückstoß. Das Schalldämpfer sorgt dafür, dass sie nicht so schnell entdeckt werden. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Die Zieloptik erhöht die Genauigkeit bei Schüssen auf große Entfernung. Soll das ein Scherz sein? Sie haben genau die gleiche. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Was ist das? Was ist das? Handgefertigtes Luftdruck-Scharfschützengewehr. Diesem Tausch. Wow. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, ich aber wenn Sie unbedingt interessiere wollen, mich. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ich interessiere mich hierfür. Hohe Genauigkeit, geringer Rückstoß, stark modifizierter Revolver. Ausgezeichnete Waffe. Ich breche nochmal ab. Wie Sie wollen. Wir gehen zu ihm hin und... Jo. Am Prospekt Mira haben Sie die Männer, die im Krieg gekämpft haben, sagen, dass der Feind in Kreml nicht... Also ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Die Waffe hatte bereits alle darin angefressen. Jo, gut. Hiermit verabschiede ich mich und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!